Herzlich willkommen zu diesem Channeling mit Mutter Erde, mit Vollmondenergie vom März 2022, der sich gerade aufbaut. Und ich möchte dich einladen, zusammen mit mir die Kraft von Mutter Erde zu genießen, die immer so wunderschöne, unterstützende Impulse für uns hat, gerade für die Feinfühligen und Hochsensiblen, die sich in diesen wilden Zeiten oft verloren fühlen, überfordert fühlen. Und es ist dann sehr, sehr schön, mit Mutter Erde in Kontakt zu gehen. Und weil ich es täglich mache, kommen immer mal wieder auch die Impulse, ein Channeling aufzunehmen, wie jetzt auch. Es geht um die Kraft, die wir jetzt brauchen, um einerseits das Weltgeschehen auszuhalten, das sich immer noch sehr dramatisch zeigt, und andererseits auch die kosmischen Energien auszuhalten, die sich auch immer wieder mal sehr aktiv bis hyperaktiv zeigen. Und dann ist das, was uns Mutter Erde immer wieder als Tipp gibt, eine schöne Möglichkeit, in der Balance, im eigenen Frieden, in der Mitte zu bleiben. Ich weiß selber nie so genau, was bei den Channelings geschieht. Ich öffne mich und lasse einfach die Worte und die Energien strömen. Gleichzeitig strömt auch die Energie meines Hintergrundbildes, die Macht des Herzens. Also, wenn du magst, dann öffne einfach dein Bewusstsein, deinen Geist, dein Herz. Du wirst ohnehin nur das aufnehmen, was für dich genau richtig ist. Alles andere fließt an dir vorbei. Ich lade dich ein, wenn es deine Möglichkeit erlaubt, dich bequem hinzusetzen oder hinzulegen und die Augen zu schließen und die Worte und Energien wirken zu lassen. Geliebte Seele, du über alles geliebtes Menschenkind hier geboren, um jetzt in diesen Zeiten so viele kraftvolle, herausfordernde und wunderschöne Abenteuer zu erleben. Geboren aus meinen Elementen, um in deine wahre Kraft und Macht hineinzuwachsen im Laufe deines Lebens. Und du kannst jetzt wieder einen wichtigen Impuls setzen, so wie du es jeden Tag tun kannst. Diese Zeiten fordern Mitgefühl auf allen Ebenen. Mitgefühl mit dir selbst, Mitgefühl mit deinen Mitmenschen, Mitgefühl mit allen Mitgeschöpfen. Und du hast auch mein Mitgefühl, denn ich spüre jede Seele, die hier mit mir das Spiel des Lebens spielt. Als Bewusstsein bin ich tatsächlich das, was ihr Menschen eine Mutter nennt, denn ihr seid aus meinen Elementen geboren, ihr alle. Und all meine Liebe steht dir, du wundervolles Wesen, immer zur Verfügung. Ich möchte dich heute einladen, wann auch immer du es in Zukunft spüren möchtest, wirklich tief in mein Herz einzutauchen. Mein Herz ist dieser Planet, den du als Erde kennst. Denn ich bin das Bewusstsein, das sich entschieden hat, als Planet zu dienen, jetzt in dieser Zeit. Ich lade dich ein, immer dann, wenn du dich unsicher fühlst, wenn du das Gefühl von Geborgenheit verlierst aufgrund all dieser Ereignisse des Wandels, in mich hineinzuschmelzen. Dazu kannst du dich bequem hinsetzen, hinlegen, dir die Zeit nehmen, den Raum nehmen, Stille erschaffen um dich herum und dir dann vorzustellen, dass jede Zelle deines menschlichen Körpers
in meine Oberfläche einsinkt. Dass du dich auflöst in all deine materiellen Partikel und nur noch als feinstoffliches Wesen durch meine Oberfläche sinkst bis hinab in die Mitte meines Erdenherzens. In meinem Erdenherzen gibt es viele wunderschöne Höhlen, die ausgekleidet sind mit Kristallen. Und je nachdem, was du brauchst, kannst du eine Höhle wählen, die dir ganz spezielle Kraft schenkt. Selbst wenn du dich mit meinen Kristallen nicht gut auskennst, so kannst du dir doch die Farbe vorstellen. Ob es ein reines Weiß ist, das dir Klarheit und Bewusstsein schenkt. Ob es ein Himmelblau ist, das dir in Symbolik des Chakras erlaubt, dich besser auszudrücken. Ob es ein Violett ist, das dich transformiert, das dich reinigt und deinen Zugang zum Kosmos, zum göttlichen Bewusstsein stärkt. Es gibt für jedes Befinden, gleichgestellt zum Beispiel mit euren Chakren, Farben und auch einen Zustand, der dir gut tut. Vielleicht brauchst du etwas Weiches, Sanftes. Dann kannst du dir vorstellen, dass du in einem großen, weichen Kristall liegst, der dich umhüllt und dich mit Geborgenheit und Kraft flutet. Denn auch Kristalle haben eine weiche Schwingung, wenn du es wünschst. Oder ob du dir vorstellst, dass du inmitten einer großen Druse aus vielen kleinen, funkelnden, glitzernden Kristallen bist, die dich mit ihrem Licht durchfluten, mit unterschiedlichen Farben. Wenn du dich mit Kristallen auskennst, dann kannst du natürlich eine bestimmte Form wählen. Es kann aber auch sein, dass du alle Energien brauchst, die dich jetzt auf allen Ebenen nähren. Und dann kannst du dir die Kristalle um dich herum wie in Regenbogenfarben glänzend und funkelnd vorstellen. Du erschaffst dir deine Realität, indem du fühlst, denkst, visualisierst, manifestierst. Als Erde möchte ich dich einladen, meine Kräfte zu nutzen, um dich auf deinem Lebensweg stark und stabil zu machen. Meine Höhlen, gleich welcher Energie, stehen dir immer zur Verfügung. Und auch in den Kristallen, in den Gesteinen, steckt Bewusstsein. Denn alles ist durchdrungen von göttlichem Bewusstsein. Du kannst auch in den Wald gehen, an einen Bach oder einen Fluss gehen, ans Meer gehen und dir etwas mitnehmen, das dir auffällt. Ob es ein Kieselstein ist, eine Muschel ist oder etwas ist, das du für eine Weile mit nach Hause nehmen möchtest, in der Hand halten möchtest, vielleicht sogar auf dein Herz legen magst oder deinen Bauch, damit es dich nährt. Alles hat ein Bewusstsein. Und alle materiellen Dinge, die du Natur nennst, die du Erde nennst, sind durchdrungen mit meiner Energie, mit meiner Liebe. Und meine Aufgabe ist es, dich zu nähren und zu stärken. Mit dem, was du täglich isst und trinkst, mit dem, was du atmest, mit dem, was du über deine Haut aufnimmst an Schwingung, die ich dir aus meinem Erdenherzen sende. Die größte und intensivste Kraft jedoch ist in meinem Erdenherzen. Also träume dich in mein Herz hinein. Lass dich von mir umarmen als Ausdruck und Symbol der mütterlichen Liebe, die ich dir jeden Tag
und jede Nacht schenken möchte. Wenn du das Gefühl hast, du möchtest tiefer und ruhiger schlafen, kannst du dir auch beim Einschlafen vorstellen, dass du dich in eine meiner Kristallhöhlen träumst. Und vielleicht magst du sogar ein Krafttier einladen, dich dann zu begleiten als Unterstützung in der Nacht, in deinen Träumen oder am Tag. Vielleicht magst du auch die Engel einladen, dich in meiner Höhle zu umgeben und zusätzlich zu nähren. Denn sie sind ein wunderschönes Pendant, eine Ergänzung zu meiner materiell-irdischen Energie. Du erschaffst dir Himmel und Erde. Du erschaffst dir deine Abenteuer, deinen Körper, deine Gesundheit, dein Bewusstsein. Ich sende dir einen lichtvollen, liebevollen Segen und werde dich immer unterstützen, wann immer du mich brauchst. Danke für dein Vertrauen, deine Hingabe, dein Sein mit mir. Gemeinsam sind wir das eine, das atmet, fühlt, denkt und ist. Deine Erde. Ergänzend möchte ich wie immer ein paar Worte aus meinem Sonja-Empfinden sagen. Ich habe ja schon seit, ich glaube, 9 Jahren jetzt ganz intensiven Kontakt mit Mutter Erde. Und ein bisschen ähnlich, wie sie es jetzt beschrieben hat, ich bin immer noch sehr berührt, habe ich es schon oft gemacht, immer dann, wenn ich das Gefühl hatte, dass es mir auf der Oberfläche zu unruhig ist, vor allen Dingen, wenn starke Sonnenstürme kommen. Und ich spüre es jetzt auch wieder. Wir hatten jetzt zwar eine kurze Auszeit, 2 Tage, aber es baut sich schon wieder etwas auf. Ich werde wie immer dann natürlich ein Video dazu machen. Immer dann habe ich das Gefühl, es tut mir gut, mal ein paar Minuten oder eine halbe Stunde in die Erde wirklich tief hineinzusinken. Und wie auch schon in meiner Phönix-Meditation, die für mich die aktuell am stärksten transformierende Meditation ist, die ich machen kann und die ich auch weitergegeben habe, ist es ein schönes Gefühl, wirklich alle Atome aufzulösen, alle Zellen mal voneinander zu lösen und sie in die Erde fließen zu lassen. Und dann habe ich immer das Gefühl, dass mich dieses Hinabsinken reinigt. Also alles, was da noch zu viel in mir ist, das an Gedanken, Ängsten, Sorgen, das bleibt in den Zwischengesteinen einfach hängen. Die Erde transformiert es für mich, ich bin ihr dankbar dafür. Und dann komme ich unten im Erdenherz an und spüre schon mal eine große Erleichterung und tanke mich dann wirklich mit Mutter Erde auf. Ich lasse mich umhüllen, auffüllen und ich kann dir nur wirklich wärmstens ans Herz legen, gerade in unruhigen Zeiten ab und zu mal einen kleinen Besuch im Herzen der Erde zu machen. Leider ist mein Buch vergriffen, das Channeling, das ich eben 2013 empfangen habe von Mutter Erde, aber vielleicht mache ich mal ein Hörbuch daraus, das war nämlich auch ein Gedanke heute Morgen. Auf jeden Fall wünsche ich dir ganz viel Freude mit diesem Channeling. Und ich werde es dann später auch in meinem Blog auf meiner Webseite online stellen, es dann natürlich im Video verlinken, aber du kannst dann einfach Ausschau halten in den nächsten paar Tagen. Also sei gesegnet, auch von mir, ganz, ganz, ganz viel Liebe zu dir mit der Macht des Herzens und hab einen wundervollen Tag und genieße die Vollmondenergie. In Liebe, deine Sonja Ariel. Bis bald, wir sehen uns.